der Bremer SV Emping am Sonntagnachmittag den BSV Kickers Emden, den Tabellenletzten der Regionalliga Nord. Und es war ein Do-or-Die-Spiel. Der Bremer SV musste weiter punkten, haben jetzt einen Achtungserfolg gegen HSV gehabt mit einem Unentschieden. Aber jetzt müssten 3 Punkte hinterher. Das war allen bewusst. Auch Kickers Emden musste punkten. Wir schauen mal auf die Aufstellung. Bennett Glender im Tor. Dylan Patrick Burke, Lukas Musong, Uno Usun, Max Schulz, Nankishi, Philipp Diop, Marcel Gröger, George Pensky, Fabio Orlik und Ala Aitamit. Bremer SV also gut aufgestellt. Und Isaac Djokovic, Dickers Köster, Cordes, Osmani, Braun, Birchan, Eilatz, Ndiaye, Jeffens, Dassel und Friesen auf Seiten von Kickers Emden. Ihr seht, das Wetter ist katastrophal gewesen. Das hat auch keinen Spaß gemacht zu spielen. Da kann ich euch vergewissern, da hat keiner Bock drauf, auch die Zuschauer. Aber Panzenberg ist immer was Besonderes und da war richtig viel los. Und ja, fangen wir gleich an. Ihr seht aber das schlechte Wetter vorweg. Es war jetzt ja kein typisches Regionalligaspiel, aber es war ein Kampfspiel. Bei dem Wetter war der Ball natürlich auch sehr glatt und der Boden sehr rutschig. Und da war es dann schwer mit Fußballspielen. Wir sind jetzt hier noch in der Anfangsphase. Kurz mal gezeigt, ich habe diesmal 2 Kameraeinstellungen mehr gut. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen schnell hin und her schwanke. Passiert. Hier 2. Minute, erster kleiner Warmschuss. Aber überhaupt keine Gefahr für das Tor. Von mal eine Flanke. Aber auch das konnte locker wegverteidigt werden. Ähnliche Situation wieder. Viel überlegt in der ersten Halbzeit bei Kickers Emden. Und dann mal ein Schuss aus der Entfernung von Nick Köster. Aber nicht viel passiert. Der sehr agile Ndiaye jetzt hat den Ball reingebracht. Ihr seht's. Schönes Ding. Ab und zu kam auch die Sonne raus, aber trotzdem regnet es weiter. Es war natürlich kein Grund, oft zu uns regnen, nur weil die Sonne scheint. Ist ja klar. So, Einwurf. Bremer SV. Verlängert. Dann im Zentrum. Kriegt Emden das nicht richtig gut geklärt, aber dann Freistoß. Springt er eben am Rücken, ja. Kannst du pfeifen. 13. Spielminute. Eckball, Bremer SV. Ball kommt hoch rein, aber Keeper Djokovic ist da. Mit einem langen Ball, wir bleiben gleich live dabei. Langer Ball. Natürlich jetzt da genau, wo der Tropfen ist. Dann wurde er rübergelegt und dann verteidigt. Aber man sah gleich, Kickers Emden können auch kontern. Und der Gegenstoß von Markus Schulz verliebt. 16. Spielminute. Setzt den Ball sich außen gut durch. Usun bringt den Ball rein oder will ihn reinbringen. Aber am Tor vorbei. Lamine Diop. Ihr seht selber. Wieder Ecke. Die Ecke kommt rein, aber der Keeper Isaac Djokovic kam wirklich immer sehr gut raus. Hatte seinen Strafraum absolut im Griff. Gratulation dazu. Richtig guter Griff. Dann war der Kickers Emden hier gut geblockt, gut im Weg gestellt, dass er nicht zum Abschluss kam. Und die Ecke brachte auch noch nicht so viel ein. Wird nach außen gelegt. Bringt er nochmals rein. Und dann wird er doch gefährlicher, kommt runter. Nicht so leicht zu halten für Bennett Glender, aber keine Gefahr. Hier, Zweikampf am Mittelfeld wieder. Ndiaye, der sich da gut durchsetzt. Schöner Ball, aber ihr hört's. Abseits. Ich glaube auch zurecht. 96 Spielminute. Langer, hoher Ball. Freistoß. Auf die Brust. Und wieder abgefälscht. Noch ein Eckball. Der aber nicht ein. Und Uso da vielleicht ein bisschen zu leichtfertig. Verliert den Ball. Dadurch kann Emden stürmen. Will er nochmal querlegen. Ja, hätte er abdrücken müssen vielleicht. Muss ein bisschen eigensinniger sein, aber gut, wenn du am Tabellenplatz ganz unten bist, dann ist natürlich leicht schwer, was du machst. Den nimmt er sich aber, verzieht aber links unten. 39 Spielminute, wieder hoher Ball ins Zentrum rein. Und Fenski, der sehr agil war. Das bleibt dran, sieht jetzt aus, jetzt kommt der Ball rein in die Mitte, aber geklärt.
Ja, und ihr seht es auch an der Auswahl meiner Chancen hier. Es waren keine Hochkaräter, nicht viele dabei. Ecke Bremer SV. Djokovic kann den Ball nicht festhalten, da ist Gewusel, wird nochmal Volleyball gespielt und dann ist der Ball hinter der Linie. Nein! Schiri sagt nein. Bremer SV hat es natürlich anders gesehen, ist eine andere Meinung, aber ich glaube, da hat der Schiedsrichter wohl recht gehabt, aber natürlich große Verunsicherung da vom Keeper. 43 Spielminute. Foul an Ohne Usun und 11 Meter, zeigt der Schiedsrichter, da diskutiert auch keiner. Wir gucken uns das jetzt nochmal an, Ohne Usun. Wartet, jetzt geht er rein. Legt den Ball vorbei, wird getroffen, ist wohl richtig. Den Elfmeter kann man geben, muss man geben. Hier nochmal in der dritten Einstellung hier, wunderbar. Ja. Geht er zu ungestüm rein. Ohne Usun. Alte Regel, ich bin alte Schule, alte Regel sagt, der Gefaulte soll nicht selber schießen. Hier läuft er an und schießt gegens Knie. Keeper hält. Das kann er natürlich deutlich besser, da brauchen wir uns nichts vormachen. Zweite Halbzeit sind wir jetzt. Kickers Emden wieder mit einem schnellen Gegenstoß. Hier auf der rechten Seite. Versucht ihn reinzubringen, aber wieder abgeblockt. Die folgende Ecke. Kommt er zum Kopfball, aber kein Problem für Benedikt Linder. 51 Spielminute. Richter quer auf Markus Schulz. Markus Schulz tritt nochmal drauf, dreht sich nochmal um. Jetzt luft er den Ball rein. Und er kriegt den Kopfball auch relativ unbedrängt. Jop. Aber kriegt da absolut keinen Druck mehr hinter. Schade, das war sicherlich, da war sicherlich mehr drin. Aber kein Vorwurf da. Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit, da war ein bisschen mehr los. Da waren ein paar Aktionen im 16er drin. Kishi setzt stark durch gegen den Captain von Kickers Emden, gegen Dassel. Jetzt sitzt er da außen, aber 2 gegen 1 und kriegt auch nicht so richtig Hilfe. Tunnel und den einen, aber dann ist vorbei und er macht das Stürmerfoul. Immer noch Bremer SV oder wieder Bremer SV. Jetzt nimmt er sich den Ball aus der Entfernung. Gute Idee, kann man mal machen. Ich glaube, Alaid Amid war es. 69 Spielminute, wieder mal der BSV. Also der Kickers Emden. Schießt er. Der Eilert aber. Schießt direkt den ersten Abwehrspieler an. Wie passiert? Jetzt setzt sich mal schön durch. Schönes Kombinationsspiel hier. Den Ball nach außen hätte er vielleicht direkt spielen sollen. Und Alaid Amid wird gefoult, aber Schiedsrichter sagt, nein, kein Foul, das reicht nicht in der Regionalliga. Aber 72 Minuten, ähnliche Situation, jetzt liegt er den Ball quer. Aber auch wieder kein Erfolg. Und der Konter von Kickers Emden. Ganz linke Seite jetzt und dann nach vorne, aber man kann es ahnen, abseits. Zu früh gestartet, der Eilatz. 76. Freistoß. Bremer SV hoistet weg, 2016, aber trotzdem noch gut geklärt. 18. Jetzt ist das ein bisschen asynchron hier, weil die Jungs von Late Night ein bisschen Probleme mit der Technik hatten bei dem Wetter. Aber ich glaube, das ist zu verschmerzen. Denn lange war nicht mehr. 93. 94. Spielminute. Da pfeift der Schiedsrichter ab und 0:0 für niemanden. Ein gutes Ergebnis, aber besser als die Niederlage. Jetzt geht's für den Bremer SV gegen Drochtersen Assel und ich hoffe, da holen sie dann wieder 3 Punkte. Das war's von mir. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dann.